Wer damals in der DDR oder in einem der anderen sozialistischen Bruderländern aufgewachsen ist, kennt diesen Sound. Des aufgeladenen V8 Dieselmotors vom Typ Jams 238. Aber es gab auch noch eine Version mit einem V12 Zylindermotor und wenn dieser unter Last steht, dann ist das Gänsehautgefühl pur. Die Motorenabdeckung nicht fehlen, könnte man den Kirovets K700A vom K701P überhaupt nicht unterscheiden. Dass der K701 ganze 3 cm länger ist, das dürfte man wohl mit bloßem Auge nicht feststellen. Manchmal ist vielleicht noch der Schriftzug erhalten, K701, und dann weiß man, es handelt sich um die Variante mit dem V12-Zylinder-Dieselmotor. Bleibt also noch der markanteste Unterschied, und das ist der Sound, und den haben wir ja gerade eben gehört. Der K701 wurde zusammen mit dem K700A entwickelt und ersetzte ab 1975 den bis dahin seit 1962 gebauten K700. Ausgestattet war der K701 mit einem V12-Zylinder-Dieselmotor vom Typ Jams 240, welcher einen Hubraum von 22 Litern hatte und eine Leistung von 300 PS. Zum Vergleich, der aufgeladene V8-Zylinder-Dieselmotor des K700As hatte einen Hubraum von 14,8 Litern und eine Leistung von 225 PS. Das Getriebe hatte für Gruppen, welche unter Last schaltbar waren, das ergab 16 Vorwärtsgänge und 8 Rückwärtsgänge. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 33,8 km pro Stunde und die Zugkraft bei 62 kN. 1 kN entspricht 102 Kilogramm.